Erkrankungen der Atemwege, meine verehrten Zuseher, spielen in der Weltliteratur oft eine bedeutende Rolle. Denken Sie nur an den Zauberberg von Thomas Mann oder an die Kameliendame von Alexandre Dumas. Es wird Sie daher vielleicht nur mäßig erstaunen, dass die wohl berühmteste literarische Figur des 20. Jahrhunderts ihre Existenz gleichfalls einer Lungenentzündung verdankt. Die Rede ist von Pipilotta, Victualia, Rolgadina, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Also von jener Pippi Langstrumpf, deren Lebensgeschichte die siebenjährige Karin Lindgren erzählt bekommen wollte, als sie im Winter 1941 wegen einer Lungenentzündung das Bett hüten musste. Man müsste an dieser Stelle auch noch eine andere, in der Weltliteratur weit weniger beachtete Symptomatik ins Feld führen, das Supinationstrauma. Besser bekannt als die Folge einer Verstauchung, sagen wir, des Fußknöchels. Astrid Lindgren, die Mutter von Karin Lindgren, hatte sich in den letzten Wintertagen des Jahres 1944 den Fuß verstaucht und musste daher auch das Bett hüten. Da sie sich sehr leicht langweilte und da sie als Sekretärin die Kunst des Stenografierens gelernt hatte, diktierte sie sich selbst den ersten Teil der Geschichte von Pippi Langstrumpf, jene Geschichte, die ihr die Tochter abgerungen hatte. Der erste Verlag, an den sie das Manuskript schickte, war zu hochnäsig, zu erfolgreich, zu verstockt, was weiß ich, um zu erkennen, welches Juwel ihm da angeboten worden war. Jedenfalls lehnte er jenes Werk ab, das sich bald in einer Millionenauflage über den Erdball verbreiten würde. Man kann, verehrte Zuseher, nicht alle Autorinnen und Autoren lieben, deren Werke man schätzt. Die Schriftsteller dieser Welt mit ihren Schwächen und Schrullen haben das so gefügt. Wir mussten in dieser Sendung häufig genug das traurige Thema tangieren. Umso erfreulicher ist es, mir Ihnen eine Autorin vorstellen zu dürfen, die nicht immer auf der Glücksseite des Lebens stand, die aber stets das war, was Jean-Paul einen Menschen reinen Herzens nannte und mehr und bedeutender noch eine Person von überbordendem Humor. In ihrer Autobiografie und in zahlreichen Interviews erzählte Astrid Lindgren von ihrer Kindheit wie von einem Paradies, das sonst nur in ihren Büchern existierte. Die beiden Begriffe, die sie wählte, um dieses Paradies zu beschreiben, lauten Geborgenheit und Freiheit. Wir dürfen uns also ein Kind vorstellen, das als Tochter des Pfarrhofpächters Eriksen mit drei Geschwistern im südschwedischen Nös, unweit von Vimmerby, aufwuchs und sich in der Schule so auffällig gescheit zeigte, dass die Eltern Eriksen überzeugt werden konnten, die zehnjährige Astrid für vergleichsweise viel Geld in eine Schule zu stecken, die ihr vor allem eine solide Ausbildung in Fremdsprachen verschaffte und damit einen Blick auf die Welt, der ihr Perspektiven erschloss, welche die Welt von Vimmerby zwar nie aus dem Blick verlor, doch als eine von mehreren Ansichten auf unseren Globus zu begreifen half. Astrid war sprachgewandt und als Erscheinung eine Freude fürs Auge. Nach dem Schulexamen wurde sie Volontärin bei der lokalen Tageszeitung von Vimmerby und ein paar Monate später schwanger. Weil dem verheirateten Chefredakteur jener Zeitung der moralische Anstand fehlte, eine von ihm abhängige 19-Jährige nicht zu verführen. Unverheiratet schwanger, das ging nun gar nicht. Astrid zog aus ihrer südschwedischen Heimat nach Stockholm, brachte 1926 in aller Heimlichkeit ihr Kind, einen Buben, in Kopenhagen zur Welt und musste ihn dort für fast 4 Jahre einer Pflegefamilie anvertrauen. Ob der kleine Lars dort Geborgenheit und Freiheit erfahren durfte, wissen wir nicht. Seine Mutter arbeitete danach in Stockholm als Sekretärin und lernte dort Störe Lindgren, ihren späteren Ehemann, kennen. Die meisten Biografen bezweifeln, dass es sich um eine glückliche Partnerschaft handelte, jedenfalls für Astrid Lindgren. Der Mann neigte offenbar zu Exzessen alkoholischer und körperlicher Art. Wir wollen hier nicht billig psychologisieren, doch man kann sich zumindest vorstellen, dass die spätere Autorin die Zeit oft lieber in der Welt ihrer Fantasie verbrachte. Ich sagte die spätere Autorin, denn mit dem literarischen Schreiben hat Astrid Lindgren erst begonnen, als sie Ende 30 war. Zuvor assistierte sie einem Professor für Kriminologie,
und kontrollierte dann im Krieg für den Geheimdienst die Post schwedischer Soldaten, damit diese dem Feinde nichts verrieten, was dem Feinde nützen könnte. Klar, auch das Eindringen ins Handwerk der Kriminologen und der verdeckten Ermittler brachte Anregungen, von denen zehren konnte, wer der Welt später den Meisterdetektiv Curle Blomqvist und den Schutzmann Björk schenkte. Aber die Besonderheit des Werks der Astrid Lindgren wird man dennoch vergebens in ihrem Realismus suchen. Die reale Welt war für sie und ihre Figuren stets nur ein Sprungbrett, um ins Reich der Fantasie abzuheben, etwa in die Villa Kunterbunt, dem Haus der Pippi Langstrumpf, oder in das Takatuka-Land in der Südsee, dort, wo der Vater von Pippi residiert und herrscht. Sie erinnert sich, verehrte Zuseher, die Abenteuer des jungen Mädchens mit den roten Zöpfen füllen drei Bände, in denen das Evangelium der kindlichen Auflehnung gepredigt wird. Pippi ist stark, reich und fantasievoll, doch all diese Eigenschaften nutzt sie nur selbstlos. Sie löst die Konflikte der anderen, der Schwächeren, der Angepassten. Psychologen haben darauf hingewiesen, dass Astrid Lindgren hier gültige Aussage über kindliche Assimilations- und Konfliktbewältigungspotenziale getroffen habe. Das mag unterschreiben, wer derlei Worte gerne braucht. Mir scheint viel wichtiger, dass hier die uns alle noch aus der Kindheit so schrecklich vertrauten Begriffe des Braven und des Artigen schallende Backpfeifen erhielten und an keiner Stelle der Verdacht aufkommt, es gäbe nun tatsächlich so etwas wie eine heile Welt. Gut, bei Henning Mankell, der fast zeit-, auf jeden Fall ortsgleich mit Kalle Blomqvist das Licht dieser Welt erblickte, erscheint Schweden noch um einiges kälter, düsterer, verzweifelter. Doch auch Kalle in seinem kleinen Köpping, kleinen Schöpping, musste sich mit Juwelendieben, mit einem Mord und mit einer mehrfachen Entführung auseinandersetzen. Dagegen bewegte sich Emil, Kalle Blomqvists von Erich Kästner geschaffener Kollege und dessen junge Detektivfreunde, noch eher im romantischen Milieu der Kleinganoven. Heil geht es auch in den Elternhäusern nicht immer zu. Sie erinnern sich, verehrte Zuseher, dass Kalles bester Freund Anders Bengtsson, der Sohn des örtlichen Schusters, daheim schon wegen der geringsten Vergehen immer wieder verprügelt wird. Und heil kann eine Welt ja auch dann nicht sein, in der zwei enge Freunde, wie eben jene Anders Bengtsson und Kalle Blomqvist, sich ausgerechnet in dasselbe Mädchen verlieben, in die einfallsreiche und mutige Eva Lotta, die Tochter des Bäckermeisters Lysander. Wenn Sie Ihren Kindern die Geschichte von Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter, von Mio, mein Mio oder von Rasmus und dem Landstreicher vorlesen, meine Damen und Herren, dann achten Sie einmal auf diesen ganz spezifischen Rhythmus der Erzählung. Übrigens habe ich gerade vorlesen gesagt. Ein Verfahren, das Sie dem Einlegen eines Bild- oder Tonträgers unbedingt vorziehen sollten. Wenn Sie also zu dem klassischen, dem bewährten Verfahren des Vorlesens, der Weitervermittlung von Literatur greifen, dann wird Ihnen auch noch in dieser sehr guten deutschen Übersetzung auffallen, dass hier in einer äußerst feingestimmten, unüberhörbaren Melodik erzählt wird. Astrid Lindgren hat in mehreren Gesprächen davon berichtet, wie sie sich ihre Geschichten immer wieder neu vortrug, um jenen Ton zu finden, der Kinder ganz besonders anspricht. Die Literaturwissenschaftlerin Astrid Sommerz hat einen historischen Pfad verfolgt, der von den Texten Lindgrens bis zu Motiven aus altisländischen Sagas führt. Und in der Tat wirkt ja die Erzählkunst stets auch das uralte Moment des Beschwörens. Nicht weniger wichtig scheint mir auch, dass ein Kind, das die Lektüre von Böllerbö, von Carlsen vom Dach, von Pippi Langstrumpf und von Kalle Blomqvist hinter sich gebracht hat, auch mit manchen großen Romanen der europäischen Literatur keine besonderen Schwierigkeiten mehr haben wird. Das gilt besonders für die Figur des Erzählers. Wie Laurence Sterne, wie Miguel de Cervantes, unterbricht auch Astrid Lindgren immer wieder den Fluss der Erzählung, um sich mit Fragen oder Kommentaren einzuschalten und um darauf hinzuweisen, dass wir einem Zauberwerk bei dessen Verfertigung zuschauen dürfen.
Und wenn die Kinder dann mein Mio gelesen haben, die 1954 erschienene Geschichte von Wilhelm Erlsen, genannt Bosse, der mit seinem Freund Jum Jum dem grausamen Ritter Cato bezwingt, dann hat sie diese Lektüre auch abwehrstark gegen die vielen dümmlich-seichten Erzeugnisse der sogenannten Fantasy-Literatur gemacht. Hier in Mio, mein Mio ist das Fantastische kein billiger Traumersatz, denn wir behalten stets das Schicksal des weisen jungen Bosse im Gedächtnis, dem in seiner Heimat Stockholm so übel mitgespielt wird. Und wir, ich beziehe die Erwachsenen jetzt ein, erfahren zudem, wie ein modernes Märchen aussehen kann, wenn eine begnadete Lyrikerin am Werk war. Hat es die Umwelt von Astrid Lindgren erkannt? Ja, nach und nach schon. Die schwedische Literaturkritik stellte mit unverhohlenem Behagen fest, dass der Name einer Landsfrau, eben der Name von Astrid Lindgren, der Liste berühmter Kinderbuchautoren wie Lewis Carroll, Alan Alexander Milne oder Hans Christian Andersen hinzugefügt werden musste. Literarische Aufzeichnungen und akademische Doktorwürden schlossen sich an. Erfreulicherweise auch ein Verkaufserfolg, wie man ihn bei so hoher Qualität ganz selten erwarten darf. Diesen Reputationsgewinn und die materielle Absicherung konnte Astrid Lindgren gut gebrauchen. Denn ihre Bücher und auch das, was sie neben ihren Büchern der Öffentlichkeit mitzuteilen hatte, blieben keineswegs von Kritik verschont. Klar, wer Kindheit so erfrischend widerborstig, so allen Konventionen vors Schienbein tretend darstellt, der muss damit rechnen, dass konservative Eltern, die ihre Kinder lieber sehen als hören, hier laut protestieren. Waren diese Geschichte nicht lauter Plädoyers für eine antiautoritäre Erziehung, trugen sie nicht die Konflikte der 68er-Generation aus den Hörsälen direkt ins Kinderzimmer oder umgekehrt, diesmal aus der Perspektive der Gesellschaftsveränderer gewendet, gaukelten die Figuren der Astrid Lindgren den Kindern nicht einfach vor, es gäbe tatsächlich eine intakte Welt, in die man auch ohne vorherigen Klassenkampf gelangen konnte? Und hatte jemand, der selbst so viel Geld verdient hatte, überhaupt das Recht, für die Belange der sozial Schwachen einzutreten? Das waren so die überflüssigen Fragen der Zeit, doch sie zeigten, dass Astrid Lindgren eine öffentliche Instanz geworden war. Naturgemäß nutzte sie diese Position, um für ihre Anliegen, für den Schutz von Kindern, für ein Leben ohne Waffen, für ein selbstbestimmtes Sterben einzutreten. Sie tat das in aller Freundlichkeit, aber doch unerbittlich. Als die Herren des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ihr 1978 diese Auszeichnung verliehen, wurde die Schriftstellerin ersucht, zuvor den Text ihrer Dankesrede einzureichen. Das Manuskript gefiel den Herren nicht, wohl weil es auch für eine pazifistische Erziehung der Kinder eintrat. Astrid Lindgren musste erst mit ihrem Nichterscheinen zur Feier in der Frankfurter Paulskirche drohen, bis die Ansprache unverändert genehmigt wurde. Lassen Sie mich heute mit etwas Persönlichem enden, meine Damen und Herren. Irgendeiner Veröffentlichung habe ich entnommen, dass weltweit so um die 150 Millionen Bücher von Astrid Lindgren zirkulieren. Sie sind samt und sonders an meinem eigenen Kinderzimmer vorbeigeflogen, was mich zu einer gewissen Ausnahmeerscheinung macht. Erst bei der Vorbereitung dieser Sendung lernte ich Pippi und Kalle Blomqvist, Eva Lotta, Schutzmann Björk und all die anderen kennen. Ein solches Lesevergnügen so lange aufgespart bekommen zu haben, kann ich nur als individuellen Glücksfall betrachten. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verehrte Zuseher, halten Sie es anders als meine Eltern und meine Großeltern. Ihre Kinder werden es Ihnen danken. Widerborstig natürlich.